Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Julia Koloda von der Evangelischen Stadtakademie und ich darf heute Tatjana Reichert bei uns begrüßen. Sie wird allerdings nicht heute vortragen, sondern erst am Freitag, dem 27. um 19 Uhr und ihr Thema ist Selbstfürsorge. Tatjana Reichert, sehr schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es geht um dieses Buch Selbstfürsorge. Wie wir Verantwortung für uns übernehmen und gelassen und frei leben. Heute früh habe ich eine Einladung vom Bayerischen Landtag bekommen für eine Ausstellung zum Thema psychische Krankheiten. Frau Reichert, Ihr Ansatz ist ja anderer. Sie möchten, dass es gar nicht zu Krankheiten kommt, nicht wahr? Jeder zweite Bundesbürger befürchtet, dass er von Burnout betroffen wird. Können Sie noch mal sagen, vielleicht sollten wir uns selbst optimieren für die Arbeit, aber Sie sagen nein, keine Selbstoptimierung, sondern Selbstfürsorge. Sagen Sie bitte, was Selbstfürsorge ist. Also tatsächlich ist es ja wirklich an sich dieses subjektive Empfinden der Überforderung, was wirklich zunimmt. Das kann man auch sehen. Die psychischen Erkrankungen an sich nehmen wahrscheinlich noch gar nicht so sehr zu, wie man das so subjektiv fühlt. Und diese Selbstoptimierung würde ja suggerieren, dass ich nur noch besser funktionieren muss, noch irgendwas optimiere, noch mehr perfekt werde, um den Belastungen des Alltags auch im beruflichen und im privaten Stand zu halten. Und das greift zu kurz, weil wir dann ja auch wieder in die Überforderung kommen und gar nicht unseren eigenen Bedürfnissen entsprechend leben und handeln. Und Selbstfürsorge bedeutet tatsächlich, dass ich für mich sorge, nämlich für meine Bedürfnisse, um nicht auszubrennen, um nicht in diese Optimierungsfalle zu kommen. Und natürlich kann ich nicht jede Krankheit verhindern, das ist völlig klar, weil viel auch genetisch bedingt ist. Aber gerade diese Dinge, die so, ich sage es ein bisschen spitz, selbst gemacht sind, also das ist auch ein bisschen provokativ, was ich teilweise auch an Thesen habe, dieses ich muss immer mehr und schneller und weiter und zwar auch in Bereichen, die eigentlich gar nicht so wirklich wichtig sind im Leben, da kann ich viel verändern und da kann ich tatsächlich auch gucken, was ist denn eigentlich für mich wichtig, was ist denn eigentlich für mich gut und das verstehe ich unter Selbstfürsorge. Es ist sehr interessant, weil Sokrates bei Platon sagt ja, die Philosophie ist eigentlich die Lehre zu unterscheiden, das Gute vom Schlechten. Ja, ich fand es sehr spannend. Die Frau Reichert ist nämlich Fachärztin für Psychotherapie und Psychiatrie und sie war 10 Jahre im Klinikum, in der Psychiatrie des Klinikums Recht an der Isar. Und sie haben dann aber sozusagen ihre Bedürfnisse auch entdeckt, ja, analysiert und entdeckt, dass sie eigentlich auch freiberuflich werden wollen. Ja. Mhm. Sie sind Mitbegründerin der Kitchen for Soul. Kitchen for Soul. Würden Sie ein paar Worte dazu sagen? Also ja, das ist das, was Sie angesprochen haben, ist dieses Selbstreflektieren. Also dieses im Prinzip, was ja die Philosophen gesagt haben, Selbsterkenntnis. Und ich denke, dass das die Basis auch für Selbstfürsorge ist. Wenn ich nicht darüber nachdenke, was will ich eigentlich, auch eine Achtsamkeit mir gegenüber entwickle, finde ich gar nicht raus, was kann mir gut tun, was tut mir gut. Und damals war ich noch nicht so reflektiert, aber immerhin habe ich gespürt, dass das, was ich gerade in der Klinik erlebe, nicht das ist, was ich weiterhin machen möchte. Und die Gründung vom Kitchen to Soul in München-Neuhausen war dann letztendlich die Essenz daraus, dass ich gesagt habe, das Thema psychische Gesundheit eben in der Prävention, in der Vorbeugung braucht einen Rahmen, der nicht mehr so angestaubt ist, mit Vorurteilen behaftet, stigmatisiert ist. Und das Kitchen to Soul ist ein ganz normales Tagescafé, gleichzeitig aber auch Plattform für Austausch, für Workshops, für Vorträge, Seminare. Und ich gehe auch in Unternehmen mit meinem Team und wir schulen da eben auch zum Thema psychische Gesundheit, Vorbeugung, Resilienz, gesunde Führung. Und das in einer lockeren Art und Weise, wie ich auch denke, dass es im Buch hoffentlich mir gelungen ist und wie es auch am Freitagabend in der Lesung mit Diskussion und Austausch sein wird, dass man eben das Thema so berühren kann, dass man nicht denkt, oh Gott, jetzt muss gleich die Psychiaterin kommen oder oje, oje, sondern es betrifft uns alle. Sie sind am 27.09. am Freitag um 19 Uhr bei uns in der Evangelischen Stadtakademie. Ich habe das Buch gelesen. Ich fand es erstaunlich leicht und locker geschrieben. Ja? Vielleicht hatte ich Vorurteile gegen Mediziner. Was ich aber auch sehr gut fand, dass Sie eben
so viele Impulse aus Philosophie, Spiritualität mit medizinischen Erkenntnissen auch vereinen. Ja, das ist eine der Stärken wahrscheinlich dieses Buchs, so wie ich das empfunden habe. Ich fand das sehr schön, wie viele Tipps sie auch geben, ja, wie praxisnah das ist. Das ist ja eigentlich sozusagen eine Landkarte für eine selbsteigene Arbeit, ja, an sich. Sind diese Tipps aus ihrer Arbeit entstanden? Ja, also es ist alles, wie Sie gesagt haben, wissenschaftlich fundiert. Es gibt zu allen meinen Aussagen auch Studien. Also ich habe das nicht selbst erfunden und habe aber das Ganze, meine ganze Erfahrung in der Arbeit mit schon erkrankten Menschen, aber auch mit noch gesunden Menschen in der Prävention, in Coachings, in den Workshops, die ich halte, zusammengebracht. Und letztendlich ist das Buch so aufgebaut, wie es uns selber geht. Also wir würden gerne was umsetzen, haben aber Hindernisse. Wir wissen nicht, wie kriegen wir es in den Alltag. Das heißt, wir müssen erst gucken, wie können wir die Hindernisse überwinden, um dann überhaupt uns um uns selbst zu kümmern, weil oft ist ja der Wille da, ich sage ja, ich möchte schon gut für mich sorgen, aber wann soll ich es tun und darf ich das überhaupt, ist das nicht egoistisch? Und da versuche ich tatsächlich, das so stufenweise den Leuten abzunehmen, insofern, als dass sie sich da vortasten können und sehen können, wie kann ich es denn wirklich umsetzen und was ist es denn dann, was mir gut tut, wenn ich es wirklich umsetze? Also es gibt ja so viel und das ist tatsächlich so die Quintessenz von dem, was ich gelernt habe, dem, was ich selber umgesetzt habe. Und natürlich auch, was ich gelesen habe und weiterentwickelt habe. Achtsamkeit spielt eine ganz große Rolle. Warum? Weil es für mich die Basis ist. Also es ist in dem Buch ist es tatsächlich einer der Meilensteine in der Roadmap zur persönlichen Selbstfürsorge. Je mehr ich darüber nachdenke, ich hätte es wahrscheinlich jetzt, wenn ich das Buch nochmal schreiben würde, noch ein Stück weiter vorgenommen und würde sagen, ohne die Achtsamkeit mir und meinen Bedürfnissen gegenüber kann ich ja überhaupt nicht gut für mich sorgen. Also ist das eine Grundlage. Und was mir ganz wichtig ist, ist auch dieses Achtsamkeit bezieht sich ja nicht nur auf mich, sondern es verändert ja auch meine Haltung gegenüber der Welt. Da gehört vielleicht dann auch das Thema Dankbarkeit dazu oder Umgang mit Mitmenschen hat eine ganz große soziale Komponente. Und dafür ist es mir besonders wichtig, dass man auch versteht, es geht nicht nur darum, gut für mich zu sorgen, sondern indem ich gut für mich sorge, achtsam mit mir umgehe, kann ich auch viel achtsamer und damit wohlwollender mit anderen Menschen umgehen. Das ist ja interessant, weil als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, wir haben so ganz dringende Probleme auch zu lösen, ja, Klimafragen, des Miteinanders, wir haben unglaubliche Mietsteigerung in München und überall, ja, und dann lese ich so ein Buch und denke mal, ja, Selbstfürsorge, ja, das ist jetzt eine ganz andere Baustelle, es geht um mich, ja, es geht um das Individuum, wie geht das zusammen, ja, und wenn Sie sagen, das ist aber sozusagen eine gute Selbstfürsorge, würden Sie sagen, ist eine gute Basis auch für das Soziale, ja. Definitiv. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Das eine Beispiel von mir persönlich kennen vielleicht die ein oder andere Zuhörer zu sehr. Wenn ich Hunger habe und nicht esse, werde ich gereizt. Und dann werde ich meinem Freund gegenüber zum Beispiel aggressiv, ungerecht, ich breche einen Streit vom Zaun. Wenn ich auf mich achte, selbstfürsorglich bin, bemerke, ich glaube, ich habe Hunger, ich sollte, bevor ich jetzt nach Hause gehe oder irgendwie zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehe, erstmal was essen, dann reguliere ich mich ja selber besser und damit habe ich ja auch einen positiven Einfluss auf mein Sozialleben. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, wenn wir die Welt beobachten, unseren Körper als Beispiel nehmen, dann ist unser Herz ja das Organ, was alles andere mit Sauerstoff versorgt. Und das Herz versorgt sich auch erst selbst mit Sauerstoff und dann die anderen Organe. Das heißt, es ist, wenn ich mich nicht um mich selbst kümmere, kann ich auch für andere gar nicht da sein. Und das ist so die Quintessenz. Ja, auch ein sehr zutiefst philosophischer Ansatz, finde ich sehr, sehr spannend. Tatjana Reichert, also wenn Sie Lust bekommen haben, das Buch zu lesen, aber erstmal vielleicht einen Vortrag von Tatjana Reichert zu sehen, zu hören, mitzudiskutieren, das Buch vielleicht signieren zu lassen. Herzlich willkommen am 27.09. um 19 Uhr in der Evangelischen Stadtakademie. Hier war Julia Koluda und Tatjana Reichert. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Sehr gerne und ich freue mich natürlich auf zahlreiche Gesichter bei der Lesung.